Willkommen zurück, meine Freunde, zum Survival Guide mit eurem M3D. Heute gibt's mal einen wertvollen Tipp, und zwar fragen sich doch bestimmt viele, wie kann man überhaupt Dächer in dem Spiel bauen? Das wurde ja angeblich integriert, aber tja, keiner weiß wie, ne? Ich erkläre euch das, es ist ganz simpel eigentlich. Das geht im folgenden Maße so: Man nimmt sich jetzt einfach eine Basic Wall, ne? Das ist ganz simpel. Wo stellen wir sie denn mal hin? Wir stellen sie jetzt einfach mal hier so hin. Warte mal, so. Und jetzt erstmal E und platzieren sie, ne? Dann drückt man nochmal auf Bauen und macht sie so seitlich hin. So. Logischerweise will man noch einen Eingang haben, also stellt man noch eine Tür drauf. Moment. So. Und nicht zu vergessen, noch zumachen. Also normalerweise hätten wir noch ein Fenster einbauen können, logisch, aber wie es so ist, ne? Manche Wohnungen haben halt kein Fenster, ist halt ein Bunker, scheiß drauf. Jetzt ist die Frage, wie bastelt man sich da jetzt ein Dach drauf? Das ist ganz simpel. Wie ihr seht, ihr habt es gerade schon gesehen, man könnte jetzt so zum Beispiel ein Vordach machen. Hier vor der Tür ein Vordach. Man kann aber auch jetzt reingehen und kann jetzt einfach so, zack, ein Dach oben drauf setzen. Das ist ganz simpel und ja, es sieht schön aus am Ende, ne? Man hat dann schon mal seine erste kleine Hütte. Und das ist, ja, für viele ist es vielleicht nicht der besonderste Tipp mehr seines Lebens, aber viele kennen sich damit noch nicht aus und das ist einfach gut, finde ich. Also nicht, dass ihr euch damit nicht auskennt, ne? Logisch, sondern dass man diesen Tipp hier haben kann. So hat man eine kleine schöne Hütte und muss sich nicht an diesen komischen Ding hier halten. Wartet mal. Huch. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Gebäude hier bauen würde. Moment, wo ist es? War wieder super vorbereitet. Wo ist es denn? Hier muss es sein. Genau. Wenn man sich dieses Riesending hier bauen würde, es würde viel mehr Holz kosten, als wenn man sich hier so eine kleine schnieke Hütte baut. Und hier kommen dann auch die Leute nicht rein. Also, ne, wenn das jetzt hier alles fertig gebaut wäre, dann wäre das euer kleines privates Fort Knox, muss man einfach mal so sagen. Ja, und so habe ich das mal fertig gebaut. Das kann ich euch noch mal demonstrieren. Okay, meine Freunde, damit würde ich doch sagen, wir sehen uns dann im nächsten Survival Guide. Tschüss.